Nächste Frage hat der Reitschuster. Bleibt dabei, das Impfen ist der beste Schutz vor der Impfung. Entschuldigung, das Impfen ist der beste Schutz vor der Erkrankung. Es ist einer der, wenn nicht der Grundpfeiler der Corona-Politik unserer Bundesregierung. Die 3G-Regel, teilweise auch schon 2G-Regel, teilweise auch schon 1G-Regel. Und der liegt die Annahme zugrunde, dass Geimpfte nicht mehr oder nur noch sehr wenig ansteckend sind. Und jetzt das: In Münster gab es eine Party, eine 1G- bzw. 2G-Party. Und danach sind nun ein Fünftel der Teilnehmer angesteckt. Das bedeutet ganz klar, irgendetwas ist offenbar mit 2G bzw. 1G nicht so eindeutig, wie es sein soll. Und eigentlich müssten da bei der Bundesregierung alle Alarmglocken schlagen. Man müsste kritisch die eigene Politik überlegen, zumal es ja auch schon ähnliche verdächtige Erkenntnisse aus den USA gibt. Und ich fragte heute die Bundesregierung dazu und hören Sie sich meine Frage und die Antwort an. Ich beginne mit einer Frage von Herrn Reitschuster, die nicht konkret adressiert ist. Nach einer 2G-Party in Münster ist jeder fünfte Teilnehmer mit Corona infiziert, schreibt er. So tragen also auch Geimpfte das Virus weiter, werden aber viel seltener getestet. Wie will die Bundesregierung mit diesem Problem umgehen? Ich kann gerne anfangen. Es ist ja so, dass Geimpfte das Virus deutlich weniger weitergeben können und natürlich auch einen weitaus weniger schweren Verlauf haben. Und dementsprechend ist es so, dass die Länder natürlich auch die 2- bzw. 3G-Regeln umsetzen. Und inwieweit es zu dieser Situation, die jetzt gerade erläutert wurde, kam, kann ich jetzt von hier aus nicht analysieren. In meinen Augen wurde die Frage damit nicht beantwortet. Ja, es war eine Verweigerung der Antwort in meinen Augen. Das fiel offenbar auch Herrn Seibert auf. Drum grätschte er hier rein, sozusagen als Notretter auf der Linie, war dabei aber offenbar so nervös, dass er einen etwas peinlichen Versprecher machte. Aber das alles darf ich wohl nicht sagen, da ja jetzt am Montag vielleicht die Satzung der Bundespressekonferenz dahingehend geändert wird, dass nur noch sachlich berichtet werden darf. Machen Sie deshalb vorsorglich schon mal in Gedanken einen langen Piepston über meine vorherigen Aussagen. Bleibt dabei, das Impfen ist der beste Schutz vor der Impfung. Entschuldigung, das Impfen ist der beste Schutz vor der Erkrankung. Es senkt auch die Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Infektion das Virus weiterzugeben. Vor allem aber senkt es die Wahrscheinlichkeit dramatisch, schwer an dem Virus zu erkranken oder gar zu versterben. Sie kennen die Zahlen, die Menschen, die derzeit wegen Corona im Krankenhaus sind, sind zum ganz überwiegenden Teil nicht geimpft oder nicht vollständig geimpft. Und das gilt noch viel mehr für die Menschen, die auf Intensivstationen sind. Ja, Herr Seibert, genau diese Zahlen, die Sie hier aufführen, die stehen unter massivem Zweifel, weil hier viel dafür spricht, dass hier betrogen wird mit den Ziffern, weil eben Geimpfte nicht getestet werden in den Intensivstationen oder nicht immer. Und abgesehen davon ist es Augenwischerei, weil Sie reden jetzt wieder davon, dass die Geimpften weniger schwer erkranken und seltener sterben. Okay, gut, aber das hat doch nichts mit der Frage zu tun, wo es um die Ansteckungsgefahr geht. Und bei der 2G-Regel werden die Geimpften und die Genesenen ja ausgenommen von Grundrechtsbeschränkungen, weil man sagt, sie stecken weniger an. Also auch Sie argumentieren hier völlig an der Frage, am Thema vorbei. Bleibt dabei, das Impfen ist der beste Schutz vor der Impfung. Entschuldigung, das Impfen ist der beste Schutz vor der Erkrankung. Entschuldigung, das habe ich jetzt aus Versehen nochmal hineingeschnitten. Auch mir passieren Fehler. Wenn der Regierungssprecher Fehler machen darf, dann darf ich das als kleiner Journalist auch. Mea culpa, Asche auf mein Haupt, Asche auf mein Haupt. Frau Haili, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zum Thema Kinderimpfung? Also dazu hat sich ja der Minister ausführlich geäußert. Es ist ja so, dass eine Zulassung noch aussteht. Und er begrüßt es, wenn eine Zulassung auch
ja, demnächst kommen wird. Und er hat da gesagt, ich kann zitieren, die Zulassung würde es ermöglichen, auch jüngere Kinder besser zu schützen. Der Impfstoff Made in Germany ist ein Segen für die Welt. Dazu hat er sich geäußert. Dann noch mal eine Frage zu diesem Themenkomplex von Herrn Reitschuster. Mediziner betonen, dass vor jeder Impfung eine ausführliche Aufklärung notwendig ist und auch ein individuelles Gespräch. Wie wird das bei den spontanen Impfaktionen, wo quasi nebenbei geimpft wird, gewährleistet? Auch bei der Impfaktion und bei den ganzen Veranstaltungen, die stattfinden in dieser Woche, wird es ausführliche Arztberatung geben. Warum regnet es draußen? Es ist Sonnenschein, aber es regnet doch. Es ist Sonnenschein. Ja, ich finde diese Antwort faszinierend. Man hat Schnellimpfungen in S-Bahnen, man hat Dönerimpfungen. Es wird massivst schnell geimpft, spontan geimpft. Und auf eine Frage, die viele stellen, wird dann einfach so geantwortet, dass man das wegwischt. Nein, es wird ausführlich beraten, obwohl man vielfach genau das Gegenteil hört. Aber alles ist gut. Herr Jessen? Ja, ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es kursiert derweil oder derzeit ein Schreiben angeblich von der Ärztekammer und Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Da geht es um angebliche Zwischenfälle bei einer Boosterimpfung in Oberhausen. Ist Ihnen dieses Schreiben bekannt? Ist das authentisch oder handelt es sich hier um ein Fake? Also das Schreiben ist mir persönlich nicht bekannt. Ich kann da gerne eventuell nachreichen. Ich bitte darum. Dann Herr Jung. Also gibt es aus Sicht der Bundesregierung gute Gründe gegen eine Impfung? So was würde man im Fußball Steilvorlage nennen. Journalismus nennt man es Stichwort geben für den in Anführungszeichen Befragten. Die Bundesregierung versteht, warum Menschen Fragen stellen, warum manche Menschen auch sich nicht leicht tun mit der Entscheidung. Aber die Fakten liegen sehr klar auf dem Tisch, die wissenschaftlichen Fakten auf den Wert und die ausreichende Prüfung und Testung der Impfstoffe bezogen. Der Nutzen für jeden Einzelnen zeigt sich überdeutlich in den Zahlen, die ich vorhin auch noch mal angesprochen habe. Also wer liegt jetzt mit Corona im Krankenhaus, wer liegt auf der Intensivstation? Mit Impfversprechern hat es der Sprecher der Bundeskanzlerin heute. Und es sind überwiegend, ganz überwiegend, die Ungeimpften. Also, weil die Geimpften nicht oder nur selten getestet werden. Herr Seibert, es fällt wirklich sehr, sehr schwer, hier sachlich zu bleiben, auch wenn Sie sagen, der überwiegende Nutzen. Das hängt sehr, sehr stark von dem Lebensalter ab, von der Risikosituation. Und das einfach hier so hinzustellen, ist in meinen Augen einfach eine Irreführung der Zuhörer. Die Fakten sprechen für eine Impfung. Deswegen werben wir dafür mit voller Überzeugung und mit vielen Ärzten und Wissenschaftlern, Virologen, die das auch unterstützen. Ganz logisch, weil diejenigen, die es nicht unterstützen, die werden ja mundtot gemacht, diffamiert und an den Rande der Gesellschaft gestellt. Das heißt, aber Sorgen muss man ernst nehmen und Fragen müssen beantwortet werden. Wie bitte Fragen müssen beantwortet werden, sagt der Sprecher der Bundesregierung, die seit Monaten sich hier bei ganz wichtigen Fragen um die Antworten drückt. Faszinierend. Aber gibt es gute Gründe? Und nachdem die erste Frage bzw. Stichwortgeberei nicht verwandelt wurde, jetzt die zweite. Ich habe meine Antwort dazu gegeben. Der Kollege Reitschuster fragt... Es gibt Menschen, das wissen Sie, die aus bestimmten Gründen, die mit einem medizinischen Problem, das sie haben, zusammenhängen, nicht geimpft werden können. Aber ich denke mal, das ist nicht das, was Sie meinen. Ja, die Steilvorlage des Kollegen Jung doch noch verwandelt und doch noch eingelocht, doch noch einen Hieb auf die Ungeimpften. Der Kollege Reitschuster fragt digital. Apotheker berichten, dass vermehrt positive Testergebnisse bei doppelt Geimpften auftreten. Von den Behörden hieße es, die Weitergabe des Impfstatus bei Getesteten sei rechtlich nicht möglich. Wie verschafft sich die Bundesregierung bzw. das RKI einen Überblick über den Anteil der Geimpften an den positiv Getesteten und gibt es dazu Zahlen? Also wie Sie wissen, veröffentlicht das RKI auch Zahlen zu den Impfdurchbrüchen. Das findet man auf der Internetseite.
Gerade hatte der Regierungssprecher gesagt, dass man die Fragen beantworten muss und hier wird geradezu schon demonstrativ nicht geantwortet. Die Vorsitzende war so nett, mir noch eine Nachfrage zu gestatten und das sogar digital. Vielen Dank für diese Fairness. Dann nehme ich noch mal eine Nachfrage des Kollegen Reitschuster auf an das BMG zu den Zahlen, zu den Impfdurchbrüchen, die Sie vorher genannt haben. Können wir noch mal wechseln? Beziehungsweise ich rufe die Frage einmal auf. Sie wiesen eben darauf hin, dass das RKI die Zahlen zu den Impfdurchbrüchen veröffentlicht. Und die Nachfrage ist, wie genau diese ermittelt werden, wenn der Impfstatus positiv getesteter nicht weitergegeben wird. Eigentlich könnte er die Frage direkt an das RKI richten. So einfach ist es. Gut. Ja, dann könnte man alle Fragen an jemand anderen richten und man bräuchte keine Pressekonferenz. Und zuvor hat Herr Seibert noch gesagt, dass man die Fragen beantwortet. Ich finde es unglaublich. Aber gibt es gute Gründe? Sorry, bei mir ist heute beim Schneiden wirklich der Wurm reingekommen. Ich habe meine Antwort dazu gegeben. Die Impfaktionswoche ist jetzt fast vorbei. Wir haben gestern laut Bundesgesundheitsministerium 263.000 Impfungen gehabt. Das ist sehr wenig für einen Donnerstag. Deswegen hätte ich Sie ganz gerne nach so einer Zwischenbilanz gefragt. Wenn die Woche fast rum ist, ist diese Aktionswoche Ihrer Meinung nach gescheitert, weil man wollte ja einen zusätzlichen Push in diese Impfkampagne bringen. Nein, das wird. Oh, Entschuldigung, fangen Sie an. Also für eine Bilanz ist es in der Tat noch zu früh. Die Woche ist ja noch nicht vorbei. Außerdem steht jetzt schon fest, dass wir mehr als 1.400 Impfaktionen haben, die zu deutlich mehr Sichtbarkeit verholfen haben. Und die Aktionswoche ist der Start. Die Seite und der Hashtag bleiben natürlich erhalten. Das Motto ist offenbar, ich antworte, worauf ich mich vorbereitet habe, egal was gefragt wurde. Und ich würde auf jeden Fall auch widersprechen wollen mit, ich glaube, jetzt die letzten beiden Tage, für die es die Zahlen gibt, da sind es etwa 500.000 Impfungen insgesamt. Da kann man natürlich nicht von gescheitert sprechen. Jede Impfung macht nicht nur die geimpften Personen, sondern uns alle ein wenig sicherer. Doch, das kann man, Herr Seibert, wenn man die 1.400 Aktionen in Zusammenhang setzt mit der Gesamtzahl der Geimpften, also Aufwand und Nutzen. Natürlich kann man von gescheitert sprechen und natürlich kann man auch als Regierungssprecher sagen, es sei nicht gescheitert. Und die 1.400 Aktionen zeigen erst einmal das Engagement unzähliger, freiwilliger, engagierter Verbände, Länder, Kommunen. Ja. Darf ich nochmal nachfragen? Andere Länder haben ja einen ähnlichen Ansatz wie Deutschland gehabt. Ich nenne jetzt nur zwei große EU-Partnerländer, Italien und Frankreich, und machen eigentlich dieselben Erfahrungen, dass man zwar appelliert, aber man letztlich über einen gewissen Prozentsatz nicht hinauskommt. Und deswegen haben sie den Kurs geändert, ist eben schon erwähnt worden mit Italien. Wann kommt dieser Schritt in Deutschland, dass man beim Thema Impfen vielleicht noch keine volle Impfpflicht einführt, aber auf jeden Fall den Druck auf die Ungeimpften erhöht? Wie bitte? Geimpfte sind bei uns auf Schritt und Tritt benachteiligt, der schikaniert. Viele von ihnen fühlen sich wie Menschen zweiter Klasse. Und dann wird hier gefragt, wann kommt es, dass man den Druck erhöht? Für mich klingt das so, als sei das gewünscht. Was soll noch kommen? Soll man öffentliche Pranger einführen für Ungeimpfte? Soll man Spießrutenlaufen einführen oder soll man sie öffentlich auspeitschen? Manchmal bleibt es mir wirklich sehr schwer, sachlich zu bleiben. Aber in dieser Situation noch eine Frage zu stellen, die so klingt, als solle der Druck erhöht werden, das finde ich erstaunlich. Und Herr Seibert offensichtlich auch, denn er arbeitet noch intensiver mit den Papieren als üblich. Ich glaube, der vernünftige Ansatz ist jetzt, sehr genau zu beobachten, wie sich das Impfen weiterentwickelt, wie die Angebote angenommen werden, wie sich die Ausbreitung des Virus entwickelt, die Inzidenzen, die Hospitalisierungen und daraus die Schlüsse zu ziehen. Die Bundesregierung hat eine allgemeine Impfpflicht immer abgelehnt und da gibt es auch keine veränderte Position. Ja, eine Impfpflicht ist abgelehnt. Dafür gibt es ein Schikanieren von Nicht-Geimpften nach Strich und Faden, das in meinen Augen zutiefst grundgesetzwidrig ist. Und ansonsten müssen wir einfach schauen. Bleibt dabei, das Impfen ist der beste Schutz vor der Impfung. Entschuldigung, das Impfen ist der beste Schutz
vor der Erkrankung. Entschuldigung, schon wieder ein Schnittfehler. Wenn der Wurm drin ist, dann ist er wirklich gründlich drin. Aber das geht nicht nur mir so. Es soll sogar Regierungen manchmal so gehen. So, aber jetzt Schluss mit Corona. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen. Entschuldigung, verzeihen Sie mir den Galgenhumor. Ich weiß, es ist unsachlich. Aber bitte schauen Sie rein. Bezieht sich noch einmal auf Klimaschutzgesetz und Paris-Ziele. Herr Fichtner, da ja beides mit verhandelt und beschlossen hat, sind Sie der Auffassung, dass das mit dem deutschen Klimaschutzgesetz, dass das kompatibel ist mit den Paris-Zielen, dass die deutschen Verpflichtungen dadurch erreicht oder erfüllt werden können? Sie wissen, dass zum Beispiel Frau Kempfert oder andere das bestreiten. Ja, das mag an einem häufig verbreiteten Missverständnis liegen, darüber, wie das Pariser Abkommen funktioniert. Aber weil das jetzt hier zu weit führen würde, verweise ich diejenigen, die das genau wissen wollen, auf die Gesamtaufzeichnung der Bundespressekonferenz von heute, die auf dem Unterstützerkanal reitschuster-leerzeichen.de zu finden ist. Natürlich ging es auch wieder um das Thema Afghanistan, aber auch hier nur ganz wenig dazu. Und jetzt komme ich nochmal zu einer Nachreichung oder einer... Ja, ich muss mich an einer Stelle korrigieren. Ich war nach Herrn Grotian gefragt worden und ich muss mich korrigieren. Es ist nicht im Kanzleramt sozusagen zu einem Gespräch oder von Verantwortlichen des Kanzleramts zu einem Gespräch mit ihm gekommen. Der Kontakt mit ihm läuft nicht über das Kanzleramt. Ich kann jetzt hier für das Kanzleramt nur sprechen. Das heißt, mit wem hat denn Herr Grotian in letzter Zeit Kontakt gehabt in der Bundesregierung? Das weiß ich nicht, ob das BMVG dazu etwas sagen kann. Sonst müssten wir das nachreichen. Er hat ja auch das BMI und das AA kritisiert, vielleicht... Gibt's da? Also ich habe das korrigiert, was ich hier vorhin gesagt habe. Gut, dann. Das war's für heute aus der Bundespressekonferenz. Es gab noch andere Themen, die können Sie ansehen auf dem Kanal reitschuster-leerzeichen.de, wo Sie die gesamte Aufzeichnung sehen. Für mich besonders beeindruckend heute, dass in der gleichen Bundespressekonferenz Herr Seibert davon spricht, dass man die Fragen der Bürger beantworten muss und dann parallel eben eklatant Fragen nicht beantwortet werden, ob die Bundesregierung merkt, in welcher kognitiver Dissonanz sie sich da befindet. Ich kann darauf Ihnen leider keine Antwort geben. Ich kann mich nur bedanken, dass Sie dabei waren. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, lassen Sie ein Like hier, kommentieren Sie für die Algorithmen, unterstützen Sie, diese Aufnahmen müssen aufgekauft werden. Bleiben Sie dabei. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Frage an das Innenministerium, Herr Alter, der von den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden verhinderte mutmaßliche Anschlagsversuch auf die Synagoge in Hagen geht ja oder soll zurückgehen auf einen Minderjährigen syrischer Abstammung, mutmaßlich also Bürgerkriegsflüchtling. Nehme die deutschen Sicherheitsbehörden bei ihrer Überprüfung, was das mögliche Gefährdungspotenzial dieses Personenkreises angeht, routinemäßig auch Minderjährige ins Visier? Können Sie uns das sagen? Also zunächst einmal will ich bei der Gelegenheit sagen, dass die Sicherheitsbehörden, alle die daran beteiligt waren, gestern und am Mittwochabend ausgesprochen gut und richtig reagiert haben. Es gab nach den Ausführungen des Innenministers in Nordrhein-Westfalen eine ernstzunehmende Bedrohungslage. Nächste Frage der Reitschuster. Ja, und im Backstage kann ich Ihnen heute nichts von mir bieten. Ich kann Ihnen auch nicht die Antwort bieten auf die Frage, die mir so oft gestellt wird, warum Herr Seibert so viel sortiert. Ich nehme mal an, das sind wichtige Regierungsgeschäfte, die hier erledigt werden, und alle anderen Spekulationen dazu, die mir geschrieben werden, die weise ich von der Seite. Und zum Schluss deshalb hier statt Szenen von mir etwas Wichtiges, etwas Offizielles, ein Teil des Eingangsstatements von Herrn Seibert heute auf der Bundespressekonferenz. In diesem Sinne alles Gute. Danke. Und starten wie immer am Freitag mit dem Termin der Kanzlerin. Herr Seibert, bitte schön. Ja, gerne. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Montag, 20. September, 13.30 Uhr. Die Bundeskanzlerin hat eine Videokonferenz mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Bundeswettbewerbs Jugend forscht. Das ist der 56. solche Bundeswettbewerb. Sie wird dabei auch den Gewinner des mit 3.000 Euro dotierten Preises der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit auszeichnen. Das ist in diesem Jahr Jakob Nolte aus Laubach in Hessen. Biologie ist sein Fachgebiet. Er ist 20 Jahre alt und hat mit einer Vergleichsanalyse nachgewiesen, dass in der Region um Laubach in den vergangenen rund 130 Jahren bis zu 80% der Blütenpflanzen verschwunden sind. Ebenfalls am Montag wird die Kanzlerin auf Einladung von UN-Generalsekretär Guterres und auf Einladung des britischen Premierministers Boris Johnson virtuell an einem informellen runden Tisch von Staats- und Regierungschefs zum Thema Klimaschutz teilnehmen. Das ist ein zweistündiges Treffen am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Und die Kanzlerin wird dort auch ein Statement abgeben. Bei diesem Treffen will man ein gemeinsames Verständnis dafür erreichen, welche weiteren Zusagen bis zur Weltklimakonferenz COP26 nötig sind, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Es geht also um Fragen der Klimafinanzierung, der Klimaanpassung und ganz grundsätzlich, in welchem Umfang die Treibhausgase weltweit reduziert werden können. Ein wichtiges Signal im Vorfeld der anstehenden Weltklimakonferenz, die, wie Sie sicher wissen, in Glasgow stattfinden wird im November. Dann sind wir, immer noch am Montag. Am Montagnachmittag nimmt die Kanzlerin an der Verleihung des Margot-Friedländer-Preises teil. Sie wird auch die Laudatio halten. Das ist das 7. Mal, dass dieser Preis verliehen wird. Das ist der Preis der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, die seit 2014 Jugendliche aufruft, sich in interaktiven Projekten mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Der Preis, der Wettbewerb, das soll Schüler und Schülerinnen und auch Lehrer motivieren, sich mit dem Holocaust und mit unserer Erinnerungskultur auseinanderzusetzen und mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen sich zu engagieren im Kampf gegen Antisemitismus. Es werden drei Projekte ausgezeichnet. Die bekommen neben dem Preisgeld auch noch eine ausführliche pädagogische Begleitung in Form von Seminaren, Beratung, Vernetzung durch die Schwarzkopf-Stiftung. Der Preis ist benannt nach der Zeitzeugin und Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, die zusammen mit der Bundeskanzlerin die Preise an die drei Siegerprojekte übergibt. Am Mittwoch um 9.30 Uhr, wie üblich, das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin, und ebenfalls am Mittwoch wird sie am Rückkehrerappell für die militärische Evakuierungsoperation aus Kabul in Seedorf teilnehmen. Sie wird bei der Veranstaltung auch die Gelegenheit haben, mit Soldaten und Soldatinnen zu sprechen, die in Kabul und auch in Taschkent im Einsatz waren. Und sie wird stellvertretend für alle am Einsatz Beteiligten einige Soldaten und Soldatinnen mit der Einsatzmedaille auszeichnen. Direkt im Anschluss gibt es ein feierliches Gelöbnis für die Rekruten und Rekrutinnen des Verbandes in Seedorf. Und auch an diesem Gelöbnis wird die Bundeskanzlerin teilnehmen. Und dann kann ich Sie eigentlich nur noch darauf hinweisen, dass vom 18. September bis zum 3. Oktober Sachsen-Anhalt als das diesjährige Gastgeberland der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit nach Halle einlädt. Pandemiebedingt wird die Veranstaltung wie letztes Jahr wieder als eine sogenannte Einheitsexpo, also in Form einer Großraumveranstaltung, ohne das sonst übliche Bürgerfest stattfinden. Und die Bundesregierung beteiligt sich daran mit einer facettenreichen Medieninstallation auf dem Hallmarkt, die unter dem Motto steht, was eint uns heute. Dafür haben wir vor allem junge Menschen, die nach 1990 geboren sind, interviewt, Sportler, Olympiateilnehmer, Teilnehmer der Paralympics, Aktive des THW, des DRK, Ehrenamtliche. Dann kommen eine Reihe von Filmbeiträgen zustande, mit denen diese Frage beantwortet wird. Außerdem gibt es Filmbeiträge, in denen sich die Bundesministerien und das Kanzleramt vorstellen. So viel dazu. Danke dafür. Ich starte mit den Fragen zu den Terminen und bin bei Herrn Jung. Es geht um das UN-Treffen mit dem UN-Generalsekretär zum Thema Klima, Herr Seibert. Geht die Kanzlerin davon aus, dass sie das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung verteidigen muss, was
nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen kompatibel ist und damit quasi völkerrechtlich dieses Abkommen bricht? Gut, ich nehme jetzt einfach mal Ihre Stellungnahme zur Kenntnis. Sorry, der letzte Schnittfehler, jetzt bin ich hier zu weit gegangen, schon zu den Fragen und so kam der Herr Jung noch herein. Das war der letzte Schnittfehler für heute, das verspreche ich Ihnen. Alles Gute, danke, ciao, schönes Wochenende.